Willkommen, Freunde! Heute schauen wir uns die krassesten Disney-Schlösser in Sims 4 an, denn wenn man oben bei der Suche in der Galerie Disney eingibt und danach auf Grundstücke stellt und am beliebtesten, wird man in eine komplett neue Sims 4-Welt entführt, nämlich die Disney-Sims 4-Welt. Wie ihr sehen könnt, wir werden von Disney-Schlössern überflutet und wow, ich sehe so viele Cinderella-Schlösser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Cinderella scheint sehr beliebt zu sein in der Sims-Community. Dann schauen wir uns auch gleich mal ein Cinderella-Schloss an. Das sieht ganz gut aus und oh mein Gott, das ist nur mit dem Base-Game. Kann das sein? Wir schauen uns das an. Okay, das Schloss ist platziert und oh mein Gott. Seht ihr das? Wie schön ist das denn? Allein diese ganzen Details hier. Zum Beispiel hier diese kleinen Vögelchen und dieses Verschnörkelte und diese Zäune und die Türme. Also wie können Leute so begabt sein? Ich bin beeindruckt. Vor allem, das sieht genauso aus wie das Schloss, was in Disney World steht, wenn ihr wisst, welches ich meine. Aber dann lasst uns mal das Ganze von innen anschauen. Man kommt hier rein und wir haben gleich so einen richtig coolen Brunnen. Immer wieder so dieses Gold mit reingebracht. Auch hier die Statue. Gefällt mir richtig gut. Dann gehen wir hier weiter durch die Tür und sind dann hier im Eingangsbereich drin. Süß. Dann haben wir hier das Hauptzimmer. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte der Objekte hier noch nie gesehen. Zum Beispiel hier dieses Schiff noch nie gesehen. Tapete noch nie gesehen. Diesen Butler noch nie gesehen. Woher kommen diese Objekte? Aber auch so eine gute Idee, hier den Butler reinzustellen. Das ist richtig passend. Dann auch mit den Stühlen. Also es ist richtig so auf alt und märchenhaft gemacht. Dann geht's hier weiter. Wir haben hier einfach einen Garten mitten im Haus. Und vom Garten kannst du direkt so ins Badezimmer schauen. Aber wir sind bei Sims 4, da ist das nicht so schlimm. Kümmert keinen. Dann geht's hier weiter, glaube ich, in die Küche, was man erahnen kann. Das ist die Küche. Richtig schön gemacht mit dem alten Holz. Also es wirkt auch wieder richtig glaubwürdig, dass das nicht so modern ist und alles. Dann haben wir hier so ein Schwein. Noch ein Schwein. Und noch ein Schwein. Wow, das sind sehr viele Schweine. Ist das so ein Cinderella-Thema oder ist das so ein Gag, den die Person, die das Haus gebaut hat, macht? Aber ich liebe auch hier diesen Blumenwagen. Und dann im nächsten Raum haben wir einen kleinen Fitnessraum. Nett. Und hier dann anscheinend kleine Sit-Area mit diesem Teil hier. Keine Ahnung, was das bei Cinderella machen soll, aber naja. Ich liebe hier diese Bilder an der Wand. Das ist richtig glaubwürdig. Dann gehen wir mal hier ins zweite Geschoss. Dann sind wir hier in so einem kleinen süßen Raum, so ein Chillraum, so wo man sich fertig machen kann auch. Und ich glaube, hier kann man dann auch raus. Hier ist ein Balkon. Du kannst dann hier auf deinen Garten schauen und hier sogar den See von Willow Creek. Dann geht es hier weiter mit einem Kinderzimmer. Aber hier fehlen so ein bisschen alles andere außer Spielzeug. Das ist ein Waschbecken, vielleicht so ein Waschraum fürs Kind. I don't know. Dann haben wir hier noch ein Kinderzimmer. Was haben wir hier noch? Noch ein Kinderzimmer und noch ein Kinderzimmer. Dann gehen wir mal noch ein Geschoss hoch. Und hier haben wir nur noch diese Türme. Let's look inside. Also Turm 1 ist ein Bad. Turm 2 auch ein Bad. Okay, das scheinen alles Bäder hier zu sein, die Türme. Das ist interessant. Dann schauen wir uns das Ganze noch schnell bei Nacht an, denn ich denke, das Haus hat das definitiv verdient. Das ist das Ganze bei Nacht und alles leuchtet einfach Gold und alles Space Game. Also ihr habt keine Ausrede, das Haus nicht runterzuladen. Dann gehen wir mal weiter an unserer Suche nach Disney-Schlössern. Seht ihr, was ich sehe? Hier ist einfach der Eispalast von Elsa. Ah, die müssen wir uns anschauen. Da bin ich so gespannt. Das sieht hier schon so krass aus. Ich habe den Palast gerade platziert und mal für die Atmosphäre auf Winter und Schnee gestellt. Wie schön ist das bitte? Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schön das Ganze ist. Hier gerade diese Accessoires, diese blauen Brunnen mit diesem Zeug im Wasser, was auch immer das ist. Es sieht so magisch einfach aus. Und dann haben wir hier die Steine, die auch so silber sind. Das passt alles so gut zusammen. Halt diese ganzen Edelsteine, die hier am Rand sind. Ich habe keine Ahnung, wie die Person das gemacht hat. Also wie ich und die Person das gleiche Sims-Spiel spielen können. Und sie macht sowas und ich mache das hier. Also wow, das sieht so schön aus. Ich muss ganz kurz mal nachschauen, was das hier außenrum ist, weil ich bin ein bisschen verwirrt, was das hier sein könnte an der Seite. Wir schauen mal nach. Ist das eine Flasche aus dem Debug? Oh mein Gott, das scheint tatsächlich eine Flasche zu sein. Die Person hat einfach Flaschen genommen und damit dieses Schloss gebaut. Wie
ist das möglich? Ich krieg mich nicht mehr. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Hier hat man diese Treppe. Das ist genauso wie im Film auch, wo sie eben diese Treppe hochgegangen sind. Also so habe ich mir das auch vorgestellt im realen Leben. Dann haben wir hier diese Eisskulpturen. Und dann kommt man hier rein und schaut direkt auf den Brunnen. Und alles wirkt wirklich, als wäre es aus Eis. Also wie bekommt man sowas in Sims 4 hin? Und durch diese Spiegel sieht es auch alles irgendwie noch so größer aus. Dann können wir hier die Treppen hochgehen und kommen dann hier raus. Und da hat man anscheinend so diese kleine Lebensarea. Und oh, das mit dem Bett sieht so passend einfach aus. Oh, dieses Teil wieder. Ihr könnt hier einfach runterschauen und seht den Brunnen. Dann kann man hier noch weiter hoch und dann kommt man hier raus. Und oh, das sieht ein bisschen aus wie ein Spiegelkabinett, finde ich, von der Kerbe. Aber auch so schön. Hier hat man diese Edelsteine eben nochmal. Allein dieses Detail. Und dann spiegelt sich hier alles. Und diese Lichter, alles leuchtet gerade irgendwie so blau-lila. Oh, man kann wieder hier so runterschauen. Ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt in dieses Schloss. Und dann kommt man hier raus und kann rausschauen und sieht den Schnee. Und hier ist auch wieder so eine kleine Schneeflocke. Diese ganzen Details, die sich die Person da gedacht hat, so schön. Ich glaube, das ist wirklich eines der coolsten Grundstücke, die ich mir bei Sims 4 je angeschaut habe oder je gesehen habe. Ich will gar nicht weggehen vom Grundstück. Aber gehen wir weiter zum nächsten Grundstück. Nämlich dem hier. Das habe ich gleich schon gesehen und das ist eins der meistgedownloads. Es hat über 10.000 Downloads, also es muss gut sein. Deshalb schauen wir uns das jetzt auch an. Das ist von Ariel. So, Dila, ich habe das Grundstück platziert. Und es passt richtig gut in Oasis Springs rein. Das ist das Schloss von Eric aus Ariel gewesen, also dem Mann, mit dem sie dann zusammen war. Ich finde dieses Schiff einfach so toll. Und dann haben wir hier so einen Turm. Nur mal ganz kurz schauen, wo hier der Eingang ist zu dem Ganzen. Ich sehe nämlich gerade hier nur diese Wassertreppe, die sehr cool ist. Also da kann Ariel reingehen. Und da wir ja mehrere Frauen haben, könnte man das so gut spielen. Ah, hier an der Seite kommt man als normalsterblicher Sim rein. Gehen wir mal hier rein. Dann kommt man hier so die Treppe hoch. Oh, seht ihr das? Da oben ist einfach, sieht man schon irgendwie so ein Zimmer. Dann noch eine Treppe hoch. Das ist ganz schön verschachtelt hier. Dann noch eine Treppe hoch. Dann kommen wir hier in so ein kleines Wohnzimmer rein. Und alles auch so mit diesem Petrolblau gehalten, passend zu dem Turm außen und zu dem Wasser. Weil das spiegelt sich sogar hier. Dann geht's hier weiter. Und wir haben ein Schlafzimmer. Ah, das ist das gleiche vom Elsa-Schloss. Sehr schön. Ah, und wieder die gleiche Tapete. Erinnert ihr euch? Das ist die Cinderella-Tapete. Das sind wahrscheinlich so die Disney-Objekte im Spiel. Okay, okay. Das ist krass. Allein diese Fliesen. Das sieht so cool aus. Und dann mit den Steinen hier. Ich kann mir das richtig im Urlaub vorstellen. Oh, da will ich auch drin baden. Dann gehen wir hier weiter und kommen zu seinem kleinen Arbeitsraum hier. Der sieht sehr schön aus und auch sehr märchenhaft mit dem Rot. War es das schon? Gibt es nur ein Geschoss? Ich sehe irgendwie keine Treppe. Muss mal ganz kurz nachschauen. Okay, ich musste gerade meinen Sim losschicken, weil ich die Treppe einfach nicht gefunden habe. Aber hier versteckt bis zum geht nicht mehr ist eine Treppe, die noch runterführt. Also es geht noch weiter, das Ganze. Und wenn man dann hier unten ist, kommt man dann auch schon hier in der Küche an. Und es sieht auch so mediterran gestaltet aus. Dann geht's weiter hier ins Esszimmer. Hier hat mein Zimmer anscheinend einen dreckigen Teller stehen lassen. Typisch. Und dann geht's hier weiter. Wie schön ist dieses Schlafzimmer. Wieder mit diesen Fliesen. So mediterran gemacht und mit dem Petrol. Und hier sind einfach so kleine Brunnen. Wie schön sieht das Ganze bitte aus. Dann kommt man hier vom Schlafzimmer aus in so ein Ensuite-Badezimmer, was auch wieder diese gleichen Fliesen hat. Und mit dem Spiegeln hier. Dann haben wir hier anscheinend etwas, was wie das Angestelltenzimmer aussieht, weil es total lieblos ist und nur mit einer Dusche. Und dann geht es hier dann noch weiter und dann ist noch so ein kleineres Badezimmer. Das war's mit diesem Haus hier. Dann gehen wir mal weiter. Ich will mir noch das Evil Disney Castle anschauen, weil das ist auch nur Base Game. So, ich habe das Haus platziert und für die richtige Atmosphäre hier in Plymouth Bay hingemacht und es regnen lassen. Ich finde, das sieht schon richtig böse gerade aus. Oh, ich lieb's. Hier dieses rote Wasser. Also, es gibt voll die Vibes ab. Und dann hier diese Teile, auch schon wieder diese Kristalle. Das Haus vibet irgendwie total von außen, wenn man sich das so anschaut und passt hier richtig gut rein. Man kommt hier rein. Alles ist schon schwarz. Auch
wieder alles nur Base Game. Hier haben wir wieder eine Küche, ganz anders als die andere. Also die sieht nicht so böse aus, die Küche. Das sieht eigentlich ganz chillig aus. Dann haben wir hier ein kleines Badezimmer, Fitnessraum. Was machen diese ganzen Leute im Haus? Die habe ich hier nicht eingeladen. Ja, das ist alles ganz nett eingerichtet. Aber nicht so böse, wie ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Wir haben einen Keller. Ich hoffe wirklich auf einen Verlies oder sowas. Sowas stelle ich mir bei einem Evil Black Castle vor. Wirklich, ein Pool. You kidding me? Also, Pool ist geil, aber bei einem Evil Black Castle erwartet man doch schon irgendwie eher so ein Verlies, wo Leute gefoltert werden. Aber wir haben hier nochmal ein süßes Schlafzimmer. Hier eine sehr große Bar. Nochmal ein Schlafzimmer. Badezimmer aus Suite. Hier ein Kinderzimmer. Das liebe ich ja. So viel pinkes Spielzeug. Mein Herz geht auf. Sehr, sehr süß hier. Dann, wenn wir hochgehen, haben wir so das Hauptschlafzimmer. Sieht sehr cool aus. Hier mit den Kerzenständern. Wir haben hier eine Schatztruhe mittendrin. Das passt richtig zum Haus. Hier geht es dann auf den Balkon. Von dort aus kommen wir in so ein Badezimmer, was so wellnessmäßig aussieht. Also sieht cool aus. Und dann haben wir noch ein letztes Geschoss. Da kommen wir von außen hoch. Da steht plötzlich einfach so ein Kaninchen. Ich frage mich gerade, ob das so eine Anspielung auf Alice im Wunderland sein soll. Ich bin mir nicht sicher, was das hier ist, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr weird. Und das war's mit dem Schloss auch schon. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und tschüss.